So, heute mal zu einem auch sehr überfälligen Video eigentlich schon. Und zwar geht es um Airbrush, genauer gesagt um die Reinigung einer Airbrush-Pistole. Das ist meine Lieblingspistole, das ist die Hansa 181. Deswegen Lieblingspistole, weil die nicht diese unabhängige Doppelfunktion hat, sondern eine kombinierte Doppelfunktion. Das heißt, der Hebel ist nicht runterzudrücken und hinterzuziehen, sondern den zieht man nur ganz easy nach hinten und kann damit seine Farbe dosieren. Und die Luft kommt automatisch mit dazu. Die Airbrush-Pistole nutze ich selber mit 0,4 mm für Nailart, weil letztendlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, machen wir ziemlich grobmotorisches Airbrush auf Fingernägeln. Wir brauchen eigentlich nur Flächen. Ne? Und für Flächen ist die natürlich wunderbar geeignet. Also wenn eine Schablone aussprühen, dann macht man eine Fläche. Wenn man Farbverlauf anlegen, ne? So ein bisschen noch schattieren oder so leicht irgendwo was anbringen. Aber selbst wenn ich jetzt ganz dünne Linien malen müsste, ne? Wäre das kein Problem mit der Airbrush-Pistole. Ne? Auch mit 0,4 mm kann ich so mega, mega dünne Linien ziehen. Und das ist natürlich Wahnsinn, was brauche ich mehr? Also der Vorteil natürlich daran ist, dass ich dann diese puren Farben, ich verdünne die Farben ja nicht, wenn ich Nailart mache, dass die auch wirklich durch die Farben, durch die Düse durchgehen. Also 0,4 mm, das ist schon ziemlich mini. Und 0,2 mm, das ist die Hälfte davon. Das ist richtig, richtig klein. Und wir nehmen zum Teil auch gerne mal Effektfarben dazu. Und die Metallicfarben zum Beispiel sind noch gröber. Also da die durch 0,2 durchzukriegen, das ist dann am Anfang noch ganz gut, aber mit der Zeit verstopft die Pistole eben relativ schnell. Und da habe ich bei meinen 0,4 mm gar nicht so schlechte Karten, die dann auch die ganze Zeit durchzukriegen. So, jetzt muss ich irgendwie meine Farbe verplempern. Ich werde sie mal nach drüben schießen. Und dann zeige ich euch, wie man die Pistole denn nach dem Benutzen sauber macht. Das ist eine ganz wichtige Sache und geht im Prinzip los, dass ich die Restfarbe mal rauswasche. Das heißt, ich nehme jetzt hier mal einen normalen Wasserbecher und einen ziemlich, ja, zerschrubbten Pinsel und wasche hier mal eben die Farbe schon so ein bisschen raus mit Wasser. Ja. Und jetzt sprühe ich auch die Farbe quasi mit dem Wasser zusammen raus und habe sie damit schon relativ grob gereinigt. Zwischen den Kunden reicht es auch zu, wenn du die dann mit destilliertes Wasser, ist ganz wichtig, mit Wasser drin stehen lässt. Dann musst du die nicht ganz sauber machen. Ne? Abends musst du richtig sauber machen, das ist dann wichtig. Und da fangen wir eben an mit dieser groben Reinigung. Dass wir einmal aussprühen, dann schnapseln wir die Pistole ab und bauen sie auseinander. Und zwar einmal hier hinten, das immer zuerst. Und dann lösen wir die Mutter, die hier ist, die Feststellmutter. Ja, die Nadel kann jetzt bewegt werden. Die ist vorher noch mit der Mechanik fest verbunden. Ich ziehe die Nadel nicht nach hinten raus, weil ich möchte nicht die Farbe, die sich hier irgendwo an der Nadel festgesammelt hat, dass ich die durch die Mechanik durchziehe. Ne? Hier hinten ist die Mechanik drin von der Pistole. Und wenn ich die nach hinten rausziehe, die Nadel, dann ziehe ich mir die Restfarben, die da an der Nadel stecken, in die Mechanik rein. Über ein paar Jahre hinweg wird dann irgendwann mal da ziemlich matschig sein alles. Deswegen immer nach vorne raus. Deswegen muss ich jetzt hier vorne erstmal aufmachen. Ich mache jetzt hier vorne auf das Düsenköpfchen. Und dann habe ich hier, das ist auch ein Grund, warum das eine meiner Lieblingspistolen ist. Ich habe eine Steckdüse. Ja, die Düse ist nur gesteckt. Die ist nicht festgeschraubt und lässt sich damit super, super leicht entfernen. So, was muss ich sauber machen? Ich muss den Becher sauber machen. Den Kanal muss ich sauber machen. Natürlich die Düse und die Nadel. Alles, was mit Farbe in Verbindung gekommen ist. Mehr muss ich nicht machen. Also mehr muss ich sie jetzt auch nicht auseinanderbauen. Von daher eigentlich relativ easy. So. Ich packe mir jetzt hier mal den Finger vor das Löchlein, damit das nicht rauskommt. Und da kann ich direkt auch Cleaner nehmen, weil hier hinten
oder hier vorne sage ich jetzt mal, da sind jetzt keine Gummidichtungen oder irgendwas vorne drin. Das heißt, ich kann hier sogar mit Nagellackentferner oder Aceton teilweise bei schlimmeren Verstopfungen rangehen. Ne? Das ist überhaupt kein Ding. Also ich muss da nicht Airbrush-Reiniger nehmen. So, weil ich kann hier nichts beschädigen vorne. Dann habe ich hier so ein kleines Bürstchen, so ein ganz süßes Zahnbürstchen. Da mache ich auch Cleaner dran und werde den Kanal reinigen, weil den Becher haben wir schon. Jetzt reinigen wir den Kanal. Und wenn ich dann rauskomme mit dem Bürstchen, gehe ich immer gegen Küchenrolle und gucke mir an, ob da noch Farbe drin ist. Das sieht aber schon ganz gut aus. Ich habe sie ja jetzt auch nicht arg dreckig gemacht, ne? Also von daher war ja bloß ganz kurz. So. Das ist also sauber, mehr muss ich nicht machen. Hier hinten sollte normalerweise keine Farbe sein, wenn ihr nicht die Nadel mit Farbe nach hinten rausgezogen habt. Ne, manchmal kommt schon ein bisschen was, wenn man die Farbe nach hinten kippt, aber da könnte man jetzt mal ein bisschen hinterher schrubbeln, aber da ist jetzt hier nichts. Hier vorne ist übrigens auch eine Dichtung drin, damit die Farbe nicht in den Körper hinten gelangen kann, wenn man die Pistole mal verkehrt rumhält. Ne? So, das Teilchen ist schon mal sauber. Dann haben wir hier die Düse. Der Ring der Düse ist hier aus Teflon. Früher waren die noch aus Gummi. Da musste man dann mit Cleaner oder mit Aceton, mit solchen Sachen vorsichtig sein oder Nagellackentferner. Muss ich jetzt nicht mehr, weil Teflon ist lösemittelresistent. Das heißt, ich kann hier ohne Probleme auch mit stärkeren Mitteln dran gehen, wenn ich das möchte. Ich nutze jetzt hier also einfach unseren Cleaner, den wir für zum Abcleanern für die Fingernägel auch haben. Weil er ist ein bisschen stärker als Airbrush-Reiniger und habe ich eh immer da, von daher kann ich den auch einfach nehmen. So, mit dem Bürstchen komme ich natürlich nicht bis ganz vorne in diese kleine, guck mal, in dieses kleine Spitzchen. Da vorne sind übrigens, das sind 0,4 mm. Ja, da komme ich nicht rein, aber hinten auch wieder gucken, immer mal gegen Küchenrolle gehen, abstreichen, ist alles sauber, ja, das sieht gut aus. Dann lasse ich das erstmal kurz einweichen in der Düse und widme mich der Nadel. Die Nadel immer schön zur Spitze hinziehen. So, und ihr seht es vielleicht auch da vorne in der Spitze, da sammelt sich sehr gerne mal die Farbe an. Und deswegen zwirbel ich dann die Nadelspitze immer nochmal zwischen Zeigefinger und Daumen hin und her. Guckt, das kam dabei raus. Und jetzt ist die auch schon richtig schön sauber. Jetzt kann ich mit der sauberen Nadel hier vorne, dafür gibt es auch speziell Reinigungsnadeln, wer sich da besser fühlt, der kann die auch nutzen. Aber ich kann jetzt hier ganz vorsichtig an der Wand entlang schaben. Also immer schön da auch vorsichtig sein. Ich kann jetzt an der Wand drinne mir die Farbe, die da eventuell irgendwo feststeckt, nach vorne rausschieben. Vorsichtig machen das. Und dann kommt die hier vorne als Würstchen raus. Hier kann natürlich jetzt wieder nicht viel sein, weil ich habe bloß ganz kurz mal ein bisschen Farbe durchgemacht habe. Aber so ist das, sieht das jetzt auch gut aus. Und das Einzige, was jetzt hier noch passieren kann, Düsenköpfchen in der Seite darf keine Farbe sein. Aber von der anderen Seite, da kommt hin und wieder mal ein bisschen Farbe hin. Und da kann man auch einen Q-Tip einfach nehmen und das einmal sauber machen. So. Das war schon. Das sind abends 3 bis maximal 5 Minuten. Also keiner soll mir erzählen, dass Pistolen sauber machen so eine schreckliche Arbeit ist. Also viel ist das nicht. Ich lasse jetzt meine Düse wieder in das Dösenköpfchen plumpsen und schraube das vorne auf. Da haben wir das. Jetzt nehme ich meine Nadel mit der Spitze nach vorne, schiebe sie bis zum Anschlag rein. Das ist auch wichtig, dass es vorne richtig abdichtet und nicht vergessen, die Mutter wieder zu machen. Das ist ganz wichtig, weil sonst bewegt die sich nachher kein Stück nach hinten, die Nadel, wenn die nicht mit der Mechanik verbunden ist. So, den Griff natürlich auch.
draufschrauben. Und was ich jetzt immer noch mache, ich nehme dann nochmal destilliertes Wasser in die Pistole und schieße nochmal volle Pulle alles, was ich vielleicht jetzt hier irgendwo festgehangen haben könnte, schieße ich jetzt nochmal raus mit destilliertem Wasser. Und falls da noch irgendwo Bröckchen stecken, dann sind die jetzt hiermit weg. Und wenn ich das möchte, dann kann ich jetzt die Pistole auch nochmal kurz weglegen, mit Kleber von außen reinigen, damit sie wieder blitzt und glänzt. Und wenn ich euch jetzt sage, dass meine Pistole schon 12 Jahre alt ist und immer noch aussieht wie neu und noch nie eine Düse kaputt gegangen ist und noch nie eine Nadel kaputt gegangen ist, dann werdet ihr mir recht geben, dass das die richtige Behandlung ist für die Pistole. So, das war es einmal zur Hansa 181. Ich danke für die Aufmerksamkeit.